Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir ein Spread für deine Ziele im Juli malen. Dafür brauchst du ja natürlich erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Das ist sehr schön, weil das dieses Dot Grid hat und außerdem auch schon Seitenzahlen. Also mir gefällt es richtig gut. Dann den Micron Fineliner. Ein Geodreieck. Und ich nehme mein Faber-Castell Bleistift-Set. Du kannst natürlich aber auch jeden anderen Bleistift nehmen. Als letztes benötige ich noch meine Friction Pastel Highlighter für die 07, die ganz später noch reinkommt. Und dann geht's auch schon endlich los. Erst einmal brauche ich natürlich eine leere Seite in meinem Bullet Journal und ich habe mich entschieden, das direkt neben den Habit Tracker zu machen. Also eine Seite reicht und ja, wollen ja alle gut gefüllt sein. Ne? Du kannst hier sehen, ich habe schon ein paar kleine Kreuze gemacht, einfach damit ich jetzt schneller das Kästchen ziehen kann, das schon mal ja vorgemarkert habe und ungefähr die Abstände gleich sind. Du kannst das wählen, wie du möchtest, aber auf diese Weise habe ich immer gleich große Kästchen. Du kannst hier an dieser Stelle natürlich auch alles per Hand malen. Das hat auch seinen Reiz. Ne? Also es muss nicht gerade sein im Bullet Journal und soll auch gar nicht immer. Und deswegen kannst du auch hier einfach das Geodreieck weglassen und es per Hand machen oder einfach die Kästchen nebeneinander setzen. Das sieht bestimmt auch sehr schön aus, so ganz ohne Lineal. Und ja, das muss auch kein Raster werden. Die können auch einfach jedes Kästchen einzeln stehen mit ein bisschen Luft dazwischen vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch richtig toll aussieht. I'm on my way. Ja, wie immer, wenn ich eine Überschrift male, möchte ich eigentlich schon sofort mit dem Fineliner loslegen, aber ich entschließe mich meistens dazu, das erst einmal mit einem Bleistift zu machen. Die Linie kann ich später wegradieren und jetzt kann ich das schön nachziehen und das tue ich jetzt auch, weil auf diese Weise, naja, better safe than sorry, ne? Und jetzt nutze ich gleich die Faux Calligraphy, das heißt, ich tue so, als ob das kalligrafisch wäre, und male alle Linien, die nach unten gehen, noch einmal nach. Die sollen dick werden. Sieht das so ähnlich aus wie mit einem Feder, die man für die Kalligrafie benutzt. Und ja, ich finde, das hat was. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my way. Yes, I'm on my way.
Obwohl dieses Spread schlicht werden sollte, fehlt es mir jetzt doch ein wenig an Farbe. Aus dem Grund habe ich jetzt meinen Pastell-Highlighter genommen, ja, den schummel ich jetzt hier quasi dazwischen, und schreibe damit eine 07 rein. Ne? Wenn ich jetzt hier 07 reinschreibe, dann sieht das so ein bisschen aus, als ob das im Hintergrund ist, also gar nicht sich so in den Vordergrund drängt und die übermalt auch das Schwarze nicht. Also ich finde das immer richtig schön und ja, deswegen mache ich das hier einfach mal. I'm on my way. Ja, dann komme ich natürlich um das Radieren wieder nicht drum rum und mache erstmal alle Bleistiftlinien weg, die hier noch so rumfliegen. Und weil das Ganze immer noch so ein bisschen leer aussieht, habe ich gedacht, unten kommen noch so ein paar Doodles hin. Ne? Irgendwie sieht das doch schön aus, wenn man so ein paar Doodles dahin malt. Und was kann schöner sein als ein paar Pflanzen? Deswegen, die kommen jetzt hier auch hin und ja, sorgen hoffentlich nochmal für so ein kleines Highlight im Spread. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night. So, jetzt siehst du nochmal, warum diese Friction Highlighter so klasse sind. Ich rasiere die nämlich einfach weg und mal nochmal drüber, weil ja, es mir einfach besser gefällt. Und dann dachte ich, ich könnte nochmal den Rahmen um die Goals herum ein bisschen schraffieren. Ne? So ein bisschen mehr, so ein bisschen darf es auch schon rauspoppen. Ne? Und ja, deswegen kommt jetzt hier so eine kleine Schraffur rein. Kannst du natürlich alles weglassen. Ist alles Geschmackssache. There's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Ja, zu guter Letzt dürfen wir natürlich auch die Ziele nicht vergessen, die wir uns so für den Juli gesetzt haben. Also in dem Fall, die ich mir für den Juli gesetzt habe. Und ich fange jetzt mal an, ein paar reinzuschreiben. Es soll natürlich noch mehr werden. Aber ich wollte jetzt erst einmal zeigen, wie das im Großen und Ganzen aussehen wird. Ja, vielen Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast. Ich hoffe, es inspiriert dich ein wenig für einen eigenen Spread. Und ich freue mich natürlich immer, den zu sehen und von dir zu hören. Daher hinterlass einfach einen Kommentar unten unter dem Video. Gib uns einen Daumen nach oben, da freuen wir uns auch immer drüber, und lass uns ein Abo da. Und dann hoffe ich sehe dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Yeah, yeah, yeah.